Jo, hallo und herzlich willkommen hier zu etwas neueren, traurigeren Story. Wie ihr mitbekommen habt, ist Niki Lauda von, oder Nikolaus Andreas Lauda, in der Nacht, oder besser gesagt, am 20. Mai gestorben und wir haben es am 21. erfahren. Wir gehen noch einmal hier seine Höhepunkte seiner Karriere durch. Sein Debüt hatte er natürlich 1971 und sein letztes Rennen, seine letzte Saison war die 1985er Saison. Punkte holte er insgesamt in seiner Karriere 420,5. Ja, da gab es noch die halben Punkte. Grand Prix Starts hatte er eigentlich insgesamt 174, aber Starts nur 171. Podiums waren es wirklich extrem, ja, viel für die damalige Zeit. 54, die er von 24 Mal von der Pole Position bestritt. Erstes und letztes Rennen waren einmal der Österreich Grand Prix 1971 und der Australien Grand Prix 1985 war sein letztes Rennen, das er bestritt. Weltmeistertitel oder WM-Titel hatte er natürlich 1975, 77 und 84 und wahrscheinlich auch eigentlich in der 76er Saison, oder ich weiß nicht genau, wo er gegen James Hunt gefahren ist. Da hatten sie ja nur einen Punkt getrennt. Das war natürlich schon sehr knapp, wenn man sieht oder wenn man mal merkt, was er da durchgemacht hat in dieser Saison, die wahrscheinlich sein Leben verändert hat. Aber wir fahren hier noch einmal mit seinem 1976er Ferrari durch die Straßen von Monte Carlo. So ein bisschen zu Abschied auch von Niki Lauda. Man hat es auch gesehen bei ein paar anderen Teams dieses Wochenende. Hier durch Saint-Thibault in der ersten Kurve. Auf jedem Auto, auf Mercedes mit Drahtschleife, roten Halo. Und ja, hier Kurve 2 und gleich daran Kurve 3 Casino. Viel hat sich nicht verändert seit 1970 oder besser gesagt 1980. Ja. Hier schön durch das Auto ist natürlich auch extrem geil zum Anschauen. Ich habe sogar ein kleines Modellauto hier in meinem Zimmer stehen. Also wirklich ein richtig traumhaftes Auto. Natürlich leider nicht viele Sicherheitsvorkehrungen. Kurve 7 und hier Portier Kurve 8. Früher links, natürlich nicht zu seinen Zeiten, gab es hier nicht mal eine Leitplanke oder so. Tunnel, da, ja, das ist schon extrem schwer, das Auto überhaupt mit der Handschaltung noch. Also hier die Schwimmbar, der Hafen. Ja, was soll man sagen? Ein extrem ehrgeiziger Mann, ein Pilot, ein natürlich Rennfahrer, Manager, Unternehmer und natürlich auch Vater und Ehemann. Aber komme ich hier mal zurück durch Raskas und die letzte Kurve, wo auch Bottas ein bisschen seine Probleme hatte. Zack, rauf hier und Vollgas über die Start- und Ziellinie. Für heute war es mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.